Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe, dieses Mal mit der Installation und zwar dem ersten so richtigen Video. Wir wollen heute natürlich auch ein Hello World schreiben und ja, das ist so das Ziel für heute. Zunächst einmal müssen wir natürlich Flask installieren. Wie gesagt, ich habe angenommen oder ich nehme an, dass ihr schon Erfahrung mit Python habt. Das bedeutet, dass ihr euch auch schon ein wenig auskennt mit Pip und so weiter. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich schon mal Python-Code ausgeführt. Solltet ihr zumindest, ansonsten schaut euch wie gesagt meine Python-Tutorials an und ihr kennt auch ungefähr Pip. Pip ist dazu da, um Bibliotheken zu installieren. Das heißt, was wir jetzt als erstes machen ist, wir brauchen unter Linux, unter Windows braucht ihr kein sudo, sudo pip install. So, und ja, wir wollen Flask installieren. Das heißt, wer hätte es gedacht, wir wollen hier einfach Flask eingeben. Und das einfach durchlaufen lassen. Dann habt ihr schon alle Abhängigkeiten fertig. Das Ganze ist gar nicht groß. Das geht relativ fix eigentlich. Und dann könnt ihr schon mit eurer IDE ankommen. So, in dieser Tutorial-Reihe werden wir, wie in meinen anderen Videos auch, mit der PyCharm-IDE arbeiten. Die ist kostenlos verfügbar und ja, also einfach mal nach PyCharm googeln. Community Edition ist kostenlos. Ich habe eine ziemlich alte Version, fällt mir gerade so auf. Die sollte ich mal wieder updaten. Aber sie funktioniert immer noch trotzdem wie ein Charm. Und ja, ich habe hier mal eine Hello.py erstellt. Das wird unser Hello World werden. Und ja, das ist so ziemlich das schnellste Hello World, was man überhaupt machen kann, was irgendwie mit Web-Applikationen zu tun hat. Ja, was wir hier jetzt machen wollen, ist, wir importieren natürlich erstmal Flask. From Flask, Achtung, klein geschrieben, das ist hier in dem Fall jetzt sehr, sehr wichtig, Import Flask groß geschrieben. Ziemlich bescheuert gemacht, aber was ist das jetzt hier genau? Naja, das ist die Klasse Flask, die im Endeffekt unsere Applikation zur Verfügung stellt. Das heißt, wir können uns jetzt eine App bauen, sozusagen. Und das machen wir, indem wir hier schreiben, App ist gleich Flask, groß geschrieben. Achtung, wieder mal, weil wir das hier importiert haben. Das ist die Klasse, die wir hier importiert haben gerade. Und das ganze Ding bekommt einen Name mitgeliefert. Das heißt, das, wo wir gerade so sind, das ist einfach, so initialisiere ich immer die Klasse Flask hier. So, und jetzt habe ich im Endeffekt schon meine App hier fertig. Das heißt, meine Website im Endeffekt steht schon. Und ja, das ist auch wirklich schon im Endeffekt fast alles, was wir brauchen. Was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen natürlich irgendwas ausgeben auf unserer Website. Und das müssen wir uns natürlich noch ein bisschen im Detail angucken, oder müssen wir uns später noch im Detail angucken, machen wir jetzt aber nicht direkt. Und zwar benutzen wir hier einen Decorator app.root und diesem Decorator übergeben wir genau das hier, ein Slash. Was das genau bedeutet, werden wir wie gesagt noch klären. Das sprengt jetzt hier für die Installation den Rahmen. Wir wollen wie gesagt nur ein Hello World ausgeben und dann überprüfen, ob unsere Installation auch funktioniert hat. Die Funktion, die wir hier aufrufen wollen, nennt sich Index und die gibt einfach nur das zurück, was wir ausgeben wollen, sprich in unserem Fall Hello World. Und ja, das ist es eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir nur noch unsere App starten. Und wann machen wir das? Naja, wenn der Name gleich Main ist. Dann wollen wir das ganze Ding starten und starten tun wir es mit app.run. So, und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was wir hier eingeben wollen. Der Host ist erstmal None, das ist auch in Ordnung so. Host None bedeutet, ihr führt das Ganze auf Localhost aus. Was ist ein Localhost? Das bedeutet, ihr führt ihn auf eurem lokalen Webserver auf. Sprich, ihr könnt erstmal von eurer lokalen Maschine das Ganze ausführen. Jeder Server wird eigentlich auf Localhost ausgeführt. Das heißt, wenn ihr eure App deployen wollt, also wenn ihr es auch wirklich dann später ausführen wollt, dann benutze ich hier auch einfach den Localhost. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon alles, was ihr hier braucht. Wir wollen aber einen Port angeben und zwar geben wir jetzt hier den Port natürlich 1337 an. Wer hätte es anders gedacht? Und wir wollen Debug hier erstmal auf True setzen. Das bedeutet, wir haben sozusagen Debug-Ausgaben. Okay, so, und das ist tatsächlich alles, was wir brauchen, um Hello World auszugeben. Das ist sehr, sehr wenig Boilerplate-Code, nennt sich das auch. Das heißt, Code außenrum gebaut sozusagen. Wir initialisieren hier bloß unsere App. Dann sagen wir, wir wollen auf der Index-Seite, jetzt habe ich schon ein bisschen viel verraten, wollen wir Hello World ausgeben. Und dann wollen wir das Ganze auf Port 1337 starten. Das heißt, mehr braucht ihr hier nicht. Und das wird jetzt auch im Endeffekt unser Standardcode sein. Ich habe das Ganze jetzt hier mal ausgeführt, wie gesagt, PyCharm. Ihr könnt das Ganze natürlich auch erstmal auf der Kommandozeile ausführen, wie ihr wollt.
Und ja, wenn ihr das Ganze jetzt wieder beenden wollt, müsst ihr hier den roten Button drücken, beziehungsweise auf der Kommandozeile STRG C drücken. Sonst läuft das ewig weiter. Denn das ist jetzt wirklich ein Server. Das ist im Endeffekt der Server, der die ganze Zeit im Hintergrund läuft und Verbindung eingehen kann. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf unsere Website und geben hier oben ein 127.0.0.1 Doppelpunkt, nicht 5000, den habe ich vorhin benutzt, 1337 benutzen wir jetzt hier natürlich und hier steht dann plötzlich Hello World und das ist tatsächlich das, was wir hier uns angucken wollen. Das heißt, wir haben jetzt hier Hello World ausgegeben und das war auch wirklich das, was wir ausgeben wollen. Sieht nicht schön aus, ist mit HTML natürlich deutlich leichter zu machen, aber mit HTML kann ich keinen Python-Code ausführen. Hier kann ich jetzt natürlich auch einfach irgendwelche mathematischen Berechnungen ausgeben und das ist natürlich wunderbar. Das ist erstmal der Sinn von der Sache. So, und ja, diese Debugger-Pin werden wir vielleicht auch noch später brauchen, aber nicht in diesem Video. Die ganzen Sachen, hier sehen wir auch, was für Verbindungen gerade schon eingekommen sind und ja, was für Fehler vielleicht auch rausgekommen sind, zum Beispiel, dass unser Pfaff-Icon nicht verfügbar ist. Ein Pfaff-Icon ist im Endeffekt das Icon hier oben, was jetzt hier als nicht vorhanden angezeigt wird. Aber gut, das schauen wir uns alles noch an. Hello World haben wir ausgegeben. Wunderbar, hat funktioniert und ja, ich hoffe, es funktioniert auch bei euch. Ansonsten schreibt ihr mir einfach, dann erklären wir das zusammen. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.